Gemeindezentrum Bonn-Duisdorf geht es rund. Die Vorbereitungen für den Weltgebetstag der Frauen laufen auf Hochtouren. Mit im Team ein Mann. Für den Küster ist Hausarbeit ganz klar Teamarbeit. Frauen und Männer im fairen Miteinander und auf Augenhöhe. Naja, ich denke schon, dass der eine den anderen auch braucht. Ne? Dass die Männer ihre Seiten haben, wo die Frauen vielleicht sagen, ach, das mache ich nicht so gerne und andersrum auch. Ich bin da eher von der Sorte, dass ich auch gerne so Frauensachen übernehme. Ich bin halt halbtags tätig als Übungsleiter und als Küster hier und habe auch viel die Kinder erzogen, war dann halbtags zu Hause. Also dieses typische Rollenbild, das ist nicht so meins. Im Gemeindezentrum Duisdorf ist auch eine Kindergruppe untergebracht. Durch dieses Angebot sollen Frauen in ihrem Alltag in der Familie unterstützt werden, wenn sie Hilfe benötigen. Man merkt es, wenn man ein Problem fiktiv anspricht, dass Frauen dann plötzlich sagen, ja, ich kenne das auch. Und dann merkt man, wie nach und nach die Probleme rauskommen. Also, dass sich auch Institutionen mehr öffnen im lockeren Kreis, nicht nur terminlich und nicht nur zu bestimmten Zeiten, sondern dass die Frauen sich einfach mehr trauen, das einfach im Alltag auch anzusprechen und sich da noch mehr austauschen. Der Weltgebetstag ist eine weltweite Basisbewegung christlicher Frauen. Ganz konkret geht es dieses Jahr um das selbstbestimmte Leben von Frauen in Kuba. Ein Land der Idylle. Das hat nichts mit Idylle zu tun, sondern da gibt es einfach Mangel. Die haben kein Benzin, was wir auch nicht wussten, bevor wir nach Kuba gereist sind, dass es mit der Lebensmittelversorgung überhaupt nicht gut aussieht. Dass die Menschen versuchen, jeden Fleck auch in der Stadt Pflanzen anzupflanzen. Und das ist insbesondere Aufgabe der Frauen. Wir hören erst mal. Gemeinsam sind wir stark. Das Anliegen des Weltgebetstags ist es, Frauen- und Mädchenprojekte weltweit zu fördern und damit ihre gesellschaftlichen Rechte einzufordern. Ein Zeichen gelebter Solidarität von Frauen für Frauen. Wofür wird dieses Jahr besonders gebetet? Wir beten jedes Jahr einfach um die Ökumene auch, das Miteinander auch in den Religionen, weil gerade von Religionen geht so viel, manchmal leider auch Unfrieden aus. Und dafür bitten wir einfach, dass man sich bewusst macht, das kommt nicht von Gott, das sind die Menschen. Frauen müssen frei bleiben, Frauen haben was zu sagen und so soll es auch bleiben. Das ist mein Anliegen.